Herzlichen Dank. Ich hoffe, man hört mich so. Ja, bin ich verstärkt einigermaßen. Ja, ich mache das sehr gerne hier, auch wenn es sehr kurzfristig war, habe ich doch geschafft, ein kleines Projekt hier noch aus dem Ärmel schnell zu zaubern. Und schauen wir mal. Okay, gut, das müsste so passen. Ja, tatsächlich glaube ich, dass dieses kleine Projekt vielleicht gar nicht so schlecht zum heutigen Abend passt, da es zum einen tatsächlich in einem eben sehr speziellen kulturellen Kontext sich abspielt und für mich selber bei der Umsetzung auch mit einem ziemlich eindrücklichen Naturerlebnis verbunden war, nämlich mit dieser kleinen Insel. Ist es eigentlich, kann man noch so besser, größer machen, ne? Nee. Wieso geht es nicht? Bleibt dieser Balken da immer unten, oder? Okay. Genau. Dieses kleine Eiland, Inish Ear, liegt vor der Westküste Irlands im County Galway. Ein ziemlich karges Stück Land, geprägt durch diese Feldsteinmauern, mit dem die Menschen hier dem Land mühsam irgendwie ein Stückchen brauchbare Erde abgetrotzt haben, indem sich sogar die Natur hier zwischen den Felsen ihre Räume erobern muss, indem das Meer sehr rau und wild ist, dass es sogar in den 60er Jahren ein stattliches Frachtschiff hier in Seenot gebracht hat, welches da gestrandet ist an der Küste und diese Insel prägt. Ja, aber um auf den Punkt zu kommen, wie ich eigentlich auf dieses Projekt kam und um was es sich eigentlich handelt. Eigentlich bin ich gar nicht selber auf dieses Projekt ursprünglich gekommen, sondern meine Freundin, die Künstlerin ist und vorletztes Jahr im Sommer ein Artist in Residence Stipendium erhalten hat für ein Kulturzentrum, in einem Kunstzentrum auf eben dieser kleinen Insel. Und ich habe mir natürlich gedacht, Mensch, ein Monat im Sommer, irgendwie, da will ich auch mit. Und ich will natürlich auch nicht einfach nur so rumhocken, wenn sie schon irgendwie da arbeitet, will ich mir auch irgendwie was vornehmen. Und nun ist es so eben, dass dieses Island, Inish Ear und diese Aran Islands in einem Gebiet von Irland liegen, das dem sogenannten Gaeltacht zugeordnet wird. Das ist der Teil von Irland, in dem noch die gälische, also die irische Sprache tatsächlich hauptsächlich gesprochen wird. Und da lag es für mich natürlich nahe, so als Schriftentwerfer mich mit dieser Kultur zu beschäftigen, die nämlich auch eine sehr interessante Schriftgattung hervorgebracht hat, nämlich die irische Schrift. Nämlich im Zusammenhang damit ist auch eigentlich auch sehr interessant für Schriftgeschichtler oder für Leute, die sich da ein bisschen auskennen. Es gibt die sogenannte irische Halb- oder angelsächsische Halbunziale, die eigentlich gar nicht so wenig relevant ist, denn sie stellt eigentlich historisch gesehen das Bindeglied dar zwischen der Unziale, also der spätrömischen Versalschrift und dann der späteren Minuskel, also vor allem der karolingischen Minuskel, ist also quasi in den Zeitraum einzuordnen des Übergangs, als sich so langsam die Ober- und Unterlängen eigentlich herausgebildet haben und so die Zweilinienschrift in die Vierlinienschrift eigentlich überging. Und da meine Schriftprojekte eigentlich immer irgendwie einen historischen Bezug haben und ich mich ganz gern mit solchen Dingen beschäftige, habe ich das so formuliert, mir gedacht, ich mache eine Analyse und eine Neuinterpretation der irischen Schrift. Ich habe das auch so formuliert, um dann noch so ein kleines Stipendium zu ergattern. Das habe ich tatsächlich bekommen auch von der Stiftung Kulturwerk, das ist der VG Bildkunst. Und ja, was verstehe ich also drunter? Wie gesagt, für mich war es eben interessant zu sehen, was es da eigentlich gibt. Jetzt aus der heutigen Perspektive gesehen, was ist eigentlich diese irisch oder keltische Schrift, was ist davon eigentlich noch ja spürbar oder für uns irgendwie relevant? Und da stößt man eigentlich immer auf genau diese Schrift hier. Das ist mit diesem seltsamen Namen American Ancho. Sie kennen das irgendwie alle, denke ich. Wenn man irgendwo ein Plakat sieht für irgendeine irische Band oder irgendein Celtic Festival oder sonstige Dinge, taucht es eigentlich immer wieder auf. Die hat fast so eine Art Monopolstellung da in diesem Bereich. Aber wenn man das anschaut, genau und analysiert, sieht man, dass es eigentlich in den Großbuchstaben eigentlich mehr oder weniger so eine Art komische Form der Kapitalis ist und dann die Kleinbuchstaben schon so
ja, diese halb unzial Form haben, also so leicht ausgebildete Ober- und Unterlängen. Aber das Ganze wirkt irgendwie auch von einem Standpunkt, von einem kalligraphischen her sehr, sehr komisch, sehr holzschnittartig. Und die ist auch seltsamerweise von einem Österreicher entworfen worden in den 40er Jahren, der zwar in die USA emigriert ist, aber man sieht eben sehr stark, also der ist beeinflusst sehr stark von dem Werk von Rudolf Koch und auch von den Klingspor-Brüdern. Und dieses Holzschnittartige kommt eben nicht von ungefähr. Und für mich war das immer sehr unbefriedigend und komisch. Und eigentlich, ich konnte auch mit diesem American überhaupt nichts anfangen. Das hat eigentlich überhaupt keinen Bezug, also dass vielleicht viele Iren nach Amerika ausgewandert sind, aber das erscheint mir ziemlich seltsam. Zum Zweiten gibt es natürlich eine berühmte Handschrift, so eine Ikone fast der keltischen Schriftkunst. Sie kennen das wahrscheinlich auch alle, das ist das sogenannte Book of Kells. So um 800 entstanden, das ist heutzutage eigentlich so dieses auch touristische Magnet tatsächlich ist in Dublin, wenn man ist, dann schaut man sich das an. Und wenn man das aber betrachtet, dann denke ich, ist vor allem die Bekanntheit auch dem zu schulden, dass eben diese sehr komplexen und differenzierten Ornamente und Flechtbandinitialen und sonstiges hier auftreten und die Schrift an sich selber eigentlich relativ marginal, oder das hat man so ein bisschen im Blick, aber nur eigentlich so nebenher. Also das sind eigentlich so diese zwei Anker sozusagen, die vielleicht bis ins Heute eigentlich noch ragen von dieser Schrift. Ansonsten gibt's gar nicht viel, selbst wenn man ins Internet schaut, was es da eigentlich so gibt an Entwürfen, wenn man sich fragt, wer macht da eigentlich was, dann trifft man auf solches Zeug. Also das ist eigentlich relativ repräsentativ für das alles, was ich gefunden habe. Nämlich entweder ist es so eine komische Variante dieser American Anschel, die teilweise bloß noch irgendwie schlechter ist. Also man sieht, dass da irgendwas mit den Fetten und so auch überhaupt nicht stimmt. Oder so ganz seltsam wie unten so ein Entwurf, der irgendwie wirkt fast wie aus so einer Fantasy-Welt oder so. Und so seltsam laienhaft krakelig schon irgendwie ankommt. Seltsamerweise sind es wirklich zwei Schriften von gälischsprachigen Iren tatsächlich, und man findet das also auf Webseiten, wo Leute sich wirklich ganz dezidiert auch mit gälischer Literatur und so auseinandersetzen. Und das erschien mir schon sehr seltsam. Also warum ist das irgendwie, das ist irgendwie alles, was ich so gefunden habe. Und das erschien mir als eigentlich als ein guter Einstieg und zu sagen, ich muss mir erstmal überhaupt überlegen, was gibt's denn da wirklich? Ich muss da nachforschen und Recherche betreiben und habe mir dann eine Leseerlaubnis besorgt für die Trinity College Library in Dublin. Vielleicht kennen Sie die auch, das ist eine ziemlich berühmte und schöne Bücherei, also Bibliothek, die wirklich auch natürlich eine der wichtigsten in Irland ist. Dieser tolle Lesesaal, der hat mich natürlich auch sehr beeindruckt. Aber die erste Erkenntnis, die ich da eigentlich hatte, oder das Erste, was mich erstaunt hat, ist, dass ich offensichtlich seit langem irgendwie der Erste oder Einzige überhaupt bin, der da hinkommt und sich für diese Schriftformen der alten Manuskripte irgendwie interessiert. Also die waren immer gewohnt, dass der Historiker kommen und sich inhaltlich irgendwie beschäftigen, aber diese Manuskripte waren dann auch irgendwie gar nicht da. Und es gab überhaupt nur ein Grundlagenwerk in dieser ganzen Bibliothek über die irische Schrift, das wirklich verwendbar war für mich, wo ich mir einen Überblick verschaffen konnte über diese Zeiträume, die ja so anfangen im 7. Jahrhundert bis dann in die Renaissance. Und als ich das dann ein bisschen studiert habe, wurde mir das schon klar. Und zwar gibt es wirklich ein einschneidendes Ereignis in der irischen Geschichte, das ich auch nicht wusste, dass das so wirklich so einen Effekt hatte. Das war nämlich im 17. Jahrhundert die Invasion Irlands durch Oliver Cromwell. Also der hat ja wirklich alle Klöster da zerstört, und es war anscheinend dermaßen radikal und nachhaltig, dass eigentlich fast alle alten Handschriften da auch zerstört wurden. Und das, was gerettet wurde, ist also sehr wenig und ist auch noch in sehr, sehr schlechtem Zustand. Denn also ganz viele dieser Manuskripte wurden irgendwo versteckt. Teilweise hat man die in irgendwelchen Mauerritzen gefunden, in Ruinen, teilweise in Kuhställen von Bauernhöfen, wo die Pergamentseiten oft so zweckentfremdet waren als Fensterbespannungen oder sonstiges, und hatten oft eine lange Odyssee nachher hinter sich, weil sie dann sozusagen als Symbole ja dieser irisch-nationalen Identität auch galten. Also das, was da übrig war, wurde dann unter so Familien und Clans oft so umhergereicht.
und hat dann natürlich auch sehr gelitten und ist dann letztendlich erst im 19. und 20. Jahrhundert in die Bibliotheken überhaupt gekommen. Und aus diesem Grund haben diese Handschriften, also die wirklich relevanten und wertvollen, auch so einen richtigen Status, so als National Treasures, also wirklich Kulturgüter von national sehr hohem Rang und sind dementsprechend auch alle weggesperrt irgendwie. Und man kommt also an Original eigentlich kaum ran. Ich habe es dann tatsächlich nach einer Woche geschafft, wirklich ein Original mal zu Gesicht zu bekommen, weil ich anscheinend doch so hartnäckig irgendwie Interesse gezeigt habe, dass ich mal 3 Minuten in eines dieser tollen Bücher schauen durfte. Aber im Ganzen war das also sehr schwierig und mir hat dann im Endeffekt geholfen, dass es ein Projekt gab eines Professors von einer Hochschule, der tatsächlich diese Handschriften jetzt digitalisiert und da wirklich hochauflösende Digitalisate auch zur Verfügung stellt. Was ich auch gelernt habe, ist, dass dieses Book of Kells, wo ich jetzt nochmal eine Seite kurz zeige, eigentlich ganz untypisch ist für die irische Kalligrafie. Das ist wirklich so ein Unikat, so ein Projekt, das ist eigentlich ziemlich einmalig war. Wenn man sich die Schrift hier genau ansieht, dann kann man das auch nachvollziehen, die ist eigentlich kaum wirklich so zu schreiben. Also nur unter ganz komischen Drehbewegungen der Feder und es erscheint also wirklich sehr ja gekünstelt, fast gemalt irgendwie zu sein. Das, was eigentlich wirklich so typisch ist, das ist eigentlich eher sowas wie das hier. Wie gesagt, ziemlich kaputt. Man sieht hier rechts, irgendwie ist es tatsächlich zusammengeflickt irgendwie und auf Trägerpapiere aufgezogen. Und dieses Buch hier, um jetzt gleich drauf zu kommen, eben in der kurzen Zeit, ist eigentlich das gewesen, was mich dann am meisten fasziniert hat. Der hat einen ganz interessanten Namen, dieses Buch, den Sie am besten gar nicht versuchen, erst auszusprechen, wenn Sie kein Gälischsprachiger sind. Ich habe mir sagen lassen später, es heißt so ungefähr Livorna Heire und bedeutet auf Deutsch so viel wie das Buch der dunkelhäutigen Kuh oder das Buch der Kuh mit dem dunklen Fell. Dieses Buch hat einen starken Bezug zu dem Kloster Clonmacnoise am Shannon. Und da gibt's eine ganz nette Anekdote dazu, nämlich der heilige Kieran, der das Kloster gegründet hat, soll als junger Mann, als er auszog aus dem heimatlichen Bauernhof, um ein Leben eben als Wandermönch zu führen, dem soll eine Kuh hinterhergelaufen sein und die sozusagen dann treu an seiner Seite war und mit ihm immer rumgezogen ist und Zeit ihres Lebens dann ihn begleitet hat und mit ihrer Milch sozusagen ernährt hat. Und als diese Kuh dann starb, hat also der heilige Kieran dann dieses Fell anscheinend als Schlafunterlage für seinen Schlafplatz verwendet und ist dann letztendlich auch auf diesem Fell verstorben. Und schon kurz nach seinem Tod hat dann dieses Fell sozusagen, wurde stark verehrt und hat dann den Status so einer Reliquie erhalten, was auch ziemlich stark zur Bedeutung dieses Klosters dann beigetragen hat. Wie jetzt genau der Zusammenhang ist zwischen diesem Buch und dem Fell, ist nicht mehr ganz so zweifelsfrei rekonstruierbar. Die meisten Wissenschaftler glauben, dass es eben zusammen mit diesem Fell aufbewahrt wurde. Was auch eigentlich recht schlüssig ist, denn dieses Buch ist tatsächlich ziemlich besonders. Es enthält zum einen neben einigen religiösen Texte so epische, in epischer Form Geschichten und Legenden aus der Frühzeit eben der irisch-keltischen Kultur und ist das erste Manuskript, was vollständig in irischer Sprache auch verfasst wurde. Also das war vielleicht damals schon zu der Zeit auch so eine Art identitätsstiftende Objekt und wurde entsprechend eben verehrt. Für mich jetzt besonders interessant war auch, dass es nach meinen Recherchen eines der schönsten und für mich besten Beispiele ist für die typische irische Kalligrafie dieser Blütezeit im 12. Jahrhundert. Man sieht, dieses Buch ist im Gegensatz zum Book of Kells wirklich geschrieben. Also das ist wirklich aus einer rhythmischen Handbewegung entstanden, auch von einem Schreiber im Wesentlichen. Und was für mich ganz besonders interessant war, dass hier jetzt, wie man hier sehen kann, die zwei Schriften, die ich eigentlich behandeln wollte, nämlich zum einen eben die erwähnte irische Halbunziale und zum anderen die irische Minuskel, hier aus einer Hand in einem Text tatsächlich zeitgleich geschrieben wurden. Man sieht es also, diese oberen Zeilen hier, beiden immer jeweils die beiden Zeilen nach der Initiale D
sind eben diese irische Halbunziale, und die anderen Zeilen sieht man, das ist eben schon eine Minuskel, die bisher eigentlich fast kaum Beachtung fand oder die man heute gar nicht mehr findet, die aber sehr, sehr schön und sehr eigenständig eigentlich auch ist. Und für mich war das jetzt so die Initialzündung eigentlich zu sagen, Mensch, das ist eigentlich ein Glücksfall, dass ich das hier so antreffe. Und es ist eigentlich schlüssig, daraus vielleicht eine Schrift zu entwickeln, in dem diese beiden Alphabete tatsächlich verbunden werden, nämlich die Halbunziale als Großbuchstaben nämlich und die Minuskel dann wirklich als Kleinbuchstabenalphabet. Ich habe dann noch weitere andere sehr qualitätvolle Handschriften gefunden, und zum einen dieses, das eine weitere Variante dieser Minuskel zeigt, die etwas strenger, etwas aufrechter ist, aber im Wesentlichen auch dieselbe Qualität und auch eine sehr konsistente Formensprache hat. Also die ist sehr durchgängig, hat sich sehr wenig verändert, auch über die Jahrhunderte. Ja, und mit diesen Schätzen eigentlich oder mit diesen Anfangs Punkten bin ich dann eigentlich auf die Insel gefahren, zusammen mit meiner Freundin. Und wir hatten dann dieses tolle Atelier mit so einem großen Fenster, das zum Meer raus zeigte, hier diesen schönen Blick. Und das war für mich so dieses Zweite, was da eine Rolle spielt, dass ich dann eben dieses Projekt umsetzen konnte, tatsächlich in so einem, an so einem authentischen Ort, fast in so einer mönchischen Abgeschiedenheit auf so einer kleinen Insel, wo sich das Wetter dauernd ändert, wo man so schöne Ausblicke hat in die Natur, und das spürt, und wo es tatsächlich auch Menschen gibt, die Irisch sprechen, die man antreffen kann in den Pubs. Es gibt tatsächlich 3 Pubs auf dieser Insel, obwohl es nur ganz wenige Einwohner sind. Und es gibt sogar dunkelhäutige Kühe, wie man hier sehen kann, dass das auch alles hier Hand und Fuß hat. Ja, jetzt nur ganz kurz dazu, wie ich vorgegangen bin. Letztendlich ist ja immer das Problem, ich wollte jetzt eine sozusagen kalligraphische, also eine Handschrift in eine typografische Schrift, in eine Satzschrift sozusagen übertragen. Das hat, bringt natürlich immer mit sich das Problem, dass diese individuellen Buchstaben irgendwie auf einen Nenner gebracht werden müssen, dass eine Referenzform entsteht, die dann für den Buchstaben jeweils stehen kann. Und ich bin dann auch ein bisschen wie so ein Sammler vorgegangen und habe mir aus mehreren Manuskripten dann wirklich Buchstaben rausgesucht und habe mir gedacht, zum einen wollte ich dieses Grundgerüst wirklich authentisch und historisch korrekt abbilden und wollte tatsächlich Exemplare finden, die eben diese kalligraphischen Merkmale und diese Lebendigkeit dieser Schrift so am besten irgendwie ausdrücken. Und ja, um es kurz zu machen, was dabei rauskam, und jetzt, Boris, kannst du das angucken, es sind diese beiden Alphabete hier. Im oberen Teil, wie man sieht, die irische Halbunziale, so wie ich sie jetzt interpretiert habe, und dazu passend sozusagen wie als Kleinbuchstaben die irische Minuskel. Und hier habe ich jetzt nochmal so grün unterlegt, ein bisschen zur Verdeutlichung. Mir war es eben sehr wichtig, diese speziell irischen Buchstaben hier auch adäquat rauszuarbeiten. Und ich habe tatsächlich auch einige Sachen mehr oder weniger entdeckt, die ich sonst nirgends gefunden habe. Also zum Beispiel das K oder dieses X ist eigentlich ganz präsent und lässt sich ganz gut aus diesen Vorlagen herausfiltern, taucht aber eigentlich nirgends wirklich auf. Und es gibt zum Beispiel auch noch diese speziellen beiden Buchstaben da ganz unten rechts. Das ist eben das gälische R und das gälische kleine S. Die sind deswegen interessant, weil sie natürlich heute schwer interpretierbar sind, weil das kleine S sozusagen eher wie ein R aussieht und das kleine R eher mit dem N oder so verwechselt werden könnte. Aber sie sind eben ganz wichtig eigentlich für die jetzt historische Transkriptionen zum Beispiel. Mir war es dann auch wichtig, diese Schrift wirklich dann zu erproben, natürlich in ihrem Textzusammenhang. Und da war es für mich jetzt eigentlich ganz schön auch zu sehen, dass dieser Ansatz ganz interessant funktioniert, nämlich das ist hier jetzt einmal die Version nur im Großbuchstabensatz sozusagen, also man sieht hier nur die irische Halbunziale, so wie sie jetzt nach meiner Bearbeitung aussah. Ich habe tatsächlich jetzt mal so einen gälischen Text gesetzt, um das wirklich mal so in der Muttersprache auch zu sehen. Unten ist dann die englische Übersetzung sozusagen, und das ist der gleiche Text nochmal in der gleichen Schriftgröße jetzt dann mit der Minuskel, also in der gemischten Schreibweise. Und wenn man da also so hin und her springt, finde ich das recht schön,
zu sehen, wie das eigentlich doch ganz gut funktioniert, dass man zwei von der Formenvielfalt her recht eigenständige Schriften doch zusammenbringen kann, eine stilistische Einheit zu schaffen, ohne jetzt tatsächlich sich irgendwie verbiegen zu müssen. Also es passt sehr gut und es ist dann auch für mich, nämlich dieses Beispiel historisch auch so entdeckt habe, irgendwie eine schlüssige Bearbeitung gewesen. Ja, ich habe dann die Schrift natürlich ausgebaut, so dass er dann tatsächlich auch verwendbar ist in einem professionellen Kontext. Also das war mir dann auch wichtig, weil, wie ich einleitend ja erklärt habe, es gibt wirklich fast nur Schrott, also wirklich nichts Brauchbares. Und ich hatte mir dann schon gedacht, der Nutzen könnte wirklich sein, dass man auch wirklich für gälischsprachige Literatur tatsächlich einen Font hat oder für wissenschaftliche Texte, wo man tatsächlich Transkriptionen oder solche ähnliche Dinge vornehmen muss. Oder vielleicht eben auch dann natürlich auch für breiteren Einsätze. Deswegen habe ich auch Sonderzeichen gemacht, die es natürlich so nicht gab, die ich dann stilistisch ergänzt habe und einen Ziffernsatz. Hier so in dem zweiten Abschnitt in der Mitte gibt es dann eben aber auch diese speziell für den gälischen Schriftsatz erforderlichen Zeichen. Das ist ganz interessant, dieser linke Teil, diese sogenannten Lanceted Consonants, die waren eigentlich eine ganz spezifische Eigenheit der gälischen Sprache, auch bilden die ab, wurden in den 50er Jahren nach so einer Sprachreform abgeschafft und durch so ein nachgestelltes H ersetzt. Und da haben sich sehr viele drüber aufgeregt, weil das natürlich die ganzen Wortbilder irgendwie verlängert und zerstört hat. Und mir war das also wichtig, auch nachdem ich da ein bisschen recherchiert hatte, ist es offensichtlich einigen Leuten auch wichtig, dass man das tatsächlich noch hat. Und habe das dann auch so integriert, dass das tatsächlich dann, kann man dann über OpenType-Features auch so einbauen, dass es ersetzt wird. Dann war es mir wichtig, noch so Alternativen zu schaffen, denn einige Buchstaben sind eben sehr ausladend in ihren Formen und da ist immer das Problem, dass die nicht ungünstig irgendwie zusammenrauschen. Und da musste ich natürlich ziemlich viel so Buchstabenkombinationen dann bearbeiten und eigens machen, die dann sozusagen immer, wenn sie vorkommen, automatisch da auch ausgetauscht werden, damit das Schriftbild dann wirklich auch schön aussieht. Ja, das war es eigentlich auch. Also ich hoffe, mit diesem kleinen Projekt eigentlich auch wirklich so ein bisschen das Augenmerk wieder auf was gelegt zu haben, was ziemlich verschüttet ist eigentlich heutzutage. Wie gesagt, diese Schrift wird ja eigentlich fast nur noch in so dekorativen oder folkloristischen Kontexten eingesetzt. Und ich denke aber, es steckt viel mehr dahinter. Es ist wirklich eine sehr schöne und wichtige, auch für ganz Europa eigentlich wichtige Schrifttradition. Und ja, ich hoffe, dass ich damit vielleicht sogar so eine Alternative auch für diese American Anschel da mal irgendwie entgegensetzen kann, wird sich rausstellen. Aber ich denke, sie hat auch vielleicht sogar noch diesen Vorteil, dass sie eben tatsächlich Two-in-One irgendwo ist. Und denke, dass die vielleicht bis zum Sommer auch veröffentlicht wird in unserem kleinen Schriftverlag Lazy Dogs. Vielen Dank. Und ja, vielen Dank, Robert. Es ist schon beeindruckend, wie man es schafft, sozusagen von einem Tag auf den anderen doch einen